Jo, was geht ab YouTube? Heute machen wir eine Album-Review zum Album Desperados 2 von PA Sports und Kianosch. Genau. Hier ist das gute Stück in Folie natürlich, ne? Richtig cool. Ja, das Cover auch mega cool. PA Sports sieht ja mega fresh aus mit der Frisur, also wirklich krass. Ja, das Auge von Kianosch. Naja. Auf jeden Fall, ja, 15 Songs, ne? Meine Lieblingssongs, Ratten 2 finde ich cool. Headbanger, Alles geben, Mörder, Energy 2. Unfair finde ich auch sehr, sehr geil und da Träne und Hardcore. Also wirklich, das man kann auch alle Songs wirklich aufzählen. So geil ist das Album. Das Album kriegt von mir kurz und knapp eine 10 von 10. Also wirklich, finde ich sehr stark. Ja, ich müsste halt ein Weilchen darüber nachdenken, welches jetzt am besten ist, also ob 1, 2 oder 3, weil ich finde alle drei Teile richtig stark. Und ja, das ist Life is Pain, ne? Also wirklich sehr gelungen. Ich sag immer, das ist ja, das ist wie so ein JBG-Teil, nur halt, dass PS Sports unkianisch ist. Natürlich, ich weiß, man da kann die jetzt nicht vergleichen, so und so, aber ganz ehrlich, der PA Sports und Kianosch, die müssen sich jetzt auch nicht unbedingt verstecken. Bei einem Kolle und beim Kolle und Farid Bang genau, aber ja gut, Kolle und Farid Bang ist jetzt ein höheres Level, allein Kolle, ne, frisst alle drei auf, aber ja, ist ja auch ein anderes Thema. Aber Kolle und PA Sports wäre auf jeden Fall ein Traum-Kollabo-Album, was ich gerne sehen würde in der Deutschrap-Szene, aber naja, ob wir das irgendwann sehen, ich glaube nicht, aber wäre auf jeden Fall voll cool. Ja, wäre auf jeden Fall eine geile Sache. Nee, auf jeden Fall, darum soll es jetzt nicht gehen. Ja, 10 von 10 Album. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch das Album gefallen hat, was eure Lieblingssongs sind vom Album. Genau. Und ja, ob ihr das Album natürlich feiert, würde mich auch sehr gerne interessieren. Und ja, genau. Ein richtig cooles Ding. Mal gucken, die Folie bleibt natürlich so, wie sie ist. Genau. Weil bei Alben, die mir halt richtig. Also, wo ich richtig feiere, die lasse ich halt, ne, in Folie. Ist einfach so ein Sammlerstück, genau. Das wird hier jetzt eh nichts an Wert haben. Also, wenn ich es jetzt verkaufe, erst nicht. Ja, wird es keinen Wert haben, aber vielleicht in 20, 30 Jahren, keine Ahnung. Vielleicht wird es dann eine Seltenheit. Aber ja, ich finde, so als Deko ist es immer ganz geil, wenn man so Alben wie im Hintergrund zum Beispiel stehen hat. Ja, das ist eine coole Sache. Also, Leute, das war's von mir. Mach's gut und lass ein Like da, ein Abo und man sieht sich. Peace.